Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fetch Stalker Clear Sky Part Nummer 10. Lass mich raten, du suchst Wodka. Wodka? Nee, eigentlich nicht. Ich brauch. Ach, warte mal. Yoga hat mir Koordinaten seines Verstecks gegeben, aber vermutlich wimmelt es dort nur so von Anomalie und Mutanten. Ist das so? Ha! Das Versteck ist Yogas Lieblingswitz, Kumpel. Dachtest du ernsthaft, du wärst der Erste, der dem Yoga die Koordinaten gegeben hat? Ganze Busladungen von Verlierern haben versucht, an das Versteck ranzukommen. Der Letzte hat sogar den Psi-Hund erledigt, der sich dort rumgetrieben hat. Allerdings hat er kurz darauf 1000 Voltladung abbekommen. Damit wird es wohl etwas leichter, an die Belohnung ranzukommen. Ich überlasse dir dieses Versteck vor einer Weile von mir selbst anzulegen. 3500 für ein Versteck. Was ist da nun eigentlich drin? Eine IL 86. Nö. Wenn du Probleme hast, melde dich bei mir. Ja, 3500. Geht auch besser, ne? Und wer schleicht sich hier so rum? Ne, der ist draußen. Wo rennt denn der hin? Wichtiger Charakter. Tschö. Und da ist die Knarre beim Versteck in der Anomalie. Ich kann das Ding sogar drehen. Geil. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es beweglich ist. Ich würde trotzdem noch ganz gerne wissen, wer der wichtige Charakter ist, der da vielleicht demnächst verreckt. Kollege, bleib stehen! Renn doch nicht in deinen Tod! Wir wissen, wer du bist. Den Vögeln ein paar Löcher verpassen, was? Oh, und Strahlung ohne Ende hier. Weil ich zu dicht an der Müllhalde war. Ich halte das für keine kluge Idee. Aber das sind auch Banditen. Ne, da ist ein Stalker. Und Stalker sind eigentlich nicht so schlimm. Aber zuerst musst du die Waffe einstecken. Ich hab doch gar keine bei mir. Ich habe das Gefühl, dass ein paar dieser Krähen nicht länger in der Luft bleiben werden. Wir müssen uns mal unterhalten. Lager in den Hügeln. Wahrscheinlich die hier, oder? Bleib da stehen, Freundchen. Ich möchte deine Hände sehen. Schön. Keine schnellen Bewegungen. Braver Junge, jetzt bleib einfach da stehen. Beweg dich verdammt nochmal. Granaten werfen können sie. Frage: Seid ihr jetzt feindlich?
Und habe ich meine Rubel jetzt wieder? Nein. Also hätte ich es mir eigentlich auch sparen können. Oder? Ach Leute, gebt mir doch wenigstens meine Kohle wieder. Ich habe keine Ahnung, wann der letzte Quicksave war. Aber ich glaube, der ist schon ein Weilchen her. Verschiedene, hole vom Boten der Müllgräber Informationen ein. Also der... Meine komplette Banditenkarriere kann ich nochmal wiederholen. Ein Hoch auf Autosaves. Ich dachte gerade, das Tor wäre zu. So, Kollege. Was willst du? Kann ich mich auch anschließen? Ich hätte ganz gerne Arbeit. Ich mach's. Kapiert. Dann gehe ich jetzt trotzdem noch zum Mechaniker. Ich habe jemanden hingeschickt, der meine Schuhe da hinten. Sind die Papiere... Hey, Kumpel! Was brauchst du? Vielen Dank, ja. Runter damit, Zirka. Lass mich durch. Und ich frage mich gerade. Obwohl die hier wurden auch feindlich, als ich die da ganz unten abgeballert habe, oder? Ich weiß es halt nicht mehr. Aber ein zweites Mal werden sie mich wahrscheinlich nicht ausrauben. Hoffe ich einfach mal. Der Barkeeper hatte keine Aufträge, ne? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Was für Arschlöcher da hinten. Und da lockt mich dann auch noch eine spezielle Person hin. Am Ende war das nur so ein Ortskundiger. Ich ahne schon. Hey, mein Freund. Wie viel ist denn das? Gib mir die Koordinaten. Okay. Gute Nacht. Das war da hinten, ne? Ist er nutzlos für mich geworden, auch wenn
einige der letzten Infos ganz hilfreich waren. Scheinbar treffen sich die Müllgräber im Norden der Müllhalde mit irgendeinem Trottel, um Waffen zu kaufen. Sorge dafür, dass es da niemand, weder dieser Trottel noch die Müllgräber, lebend wieder herausschafft. Die Koordinaten des Treffpunkts habe ich auf deinen PDA hochgeladen. Quick save. Достал гайку, метнул в сторону спальни. Повтыкал, пополз. Тут жена его со всей дури сковородкой по голове. Рязь! Сталкер раз, отрубился. Потом, как в сознание пришел, сразу карту достал. Место новой аномалии. Darfst ruhig umkippen, Kollege. Sie sind also draufgegangen. Du kannst deine Belohnung bei Dorf abholen. Übrigens, du hast eine Beförderung verdient. Ich übertrage dir die Führung über 5 meiner Männer und habe schon den ersten Auftrag für euch. Die Müllgräber sollen nicht mal im Traum an bewaffneten Widerstand denken. Deswegen will ich, dass du und deine Männer ihnen zeigen, wer hier der Boss ist. Euer Ziel ist der Flohmarkt. Wenn ihr mit den Müllgräbern fertig seid, sorge dafür, dass die Jungs das Gebiet sichern und niemanden hineinlassen. Dein Team ist schon bereit, aber ohne deinen Befehl machen sie nichts. Ich frage mich trotzdem, wo mein Team wäre. Ach, da, nee. Hol den vom Boten der Müllgräber Informationen an. Nee, das ist mit Fang die Geschichte. Freiheit. Freiheit. Hole vom Boten, nee, übernimmt zusammen mit dem Berlin die Flohmarkt. Ich weiß ja noch nicht mal, wo meine Banditen sind. Aber der hat auch einen Mechaniker. Spezialisten. Da sind meine Banditen. Ziel Flohmarkt. Aber die rennen da einfach drauf zu. Aber es sind 5 Leute. Also befohlen habe ich dir nichts. Naja. Wenigstens ist es eine gute Ablenkung, wa? На тебе, на! Ура! Ich glaube, ich fange mit ihm hier an. Waffe klemmt. Aua! Genug? Nicht genug? Halte den Punkt, bis Hilfe kommt. Du hast also die Typen auf dem Flohmarkt ausgeschaltet. Du bist ein echter Kerl, Freundchen. Und aus Yogas Mund heißt das was. Weiter so. Wie immer hat Dorf deinen Anteil. Den da hinten kann ich noch plündern. So, gleich kommt hier wieder die Freiheitsfraktion an.
Also hau ich mal so langsam ab. Habe ich jetzt einen Banditen da oben als Ortskundigen? Man weiß es nicht. Mit der Freiheitsfraktion will ich mich trotzdem immer noch nicht anlegen. Quick save. Ich dachte, ich würde mehr Schaden dadurch kriegen. Kein Artefakt. Dann hole ich mir jetzt meine Belohnung ab. Dann hole ich mir das Versteck ab. Kann ja nicht so schwer sein. Und dann schauen wir mal. Licht kann auch mal wieder aus. Guck mal, er ist jetzt wieder da. Was schaust du so blöd? Er spuckt schon aus. Na, spuck schon aus. So. So. Und kann ich jetzt beitreten? Noch nicht. Vielen Dank und einen schönen Tag. So, alles mitnehmen. Alles verkauft. Was hast du da, Söhnchen? Wie sieht's aus mit deiner Beute? Dafür bin ich da. Und dafür bin ich da. Es ist eine wahre Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Das ist aber nicht die Seewa-Rüstung, für die ich die Verbesserung finden soll. Also eine vielleicht noch bessere. Wer weiß das schon. So. Die wichtige Person hier hinten interessiert mich aber trotzdem. Komm schon, Bruder, knall noch ein paar ab! Hey Mann, hast du Lust auf ein paar Krähen zu schießen? Nö, keine Lust. Ein paar dieser Viecher wegpusten. Das macht doch Spaß. Quick save. Ich habe das Gefühl, dass ein paar dieser Krähen nicht länger in der Luft bleiben werden. Na klar. Ich will um Geld spielen, ich will einen neuen Rekord aufstellen. Gibt es irgendwelche allgemeinen Regeln? Ja, wenn schon, dann um Geld, ne? Das ist Musik in meinen Ohren. Soll ich dir die Regeln erklären? Ja. Am meisten Spaß macht es, um Geld zu spielen. Sag an, wie viele Krähen du in einer Minute schaffst. Mach deinen Wetteinsatz und los geht's. Wenn du so viele erwischt, wie du gesagt hast, verdopple ich deine Kohle. So einfach ist das. Wenn nicht, behalte ich deinen Einsatz. Vergiss nicht, je höher die Anzahl der Krähen, desto höher der Wetteinsatz. In einer Minute? Schaffe ich doch locker 4. Nun, dann lautet der Einsatz 1200. Abgemacht. Los geht's, mach deine Knarre klar, Mann. Ich liebe den Geruch von Federn am Morgen. Oh Gott. Ich glaube an dich. Ja gut, wenn die Knarre bei jedem zweiten Schuss hängt, dann wird das vielleicht doch nichts.
Oh oh. Schaffe ich überhaupt eine? Das waren doch schon drei, oder nicht? Jeder hat mal Pech. Versuche es nochmal. Er muss einen Mordskater haben, wenn er so schlecht schießt. Und so, meine Freunde, bescheißt man. Wir wollen den Vögeln ein paar Löcher verpassen, was? Aber trotzdem ein bisschen durch die Gegend ballern. Aber ist der Zustand der Waffe schon so schlecht? Eigentlich nicht. Krass. Ich habe das Gefühl, dass ein paar dieser Krähen nicht dass länger das Ding in der so Luft oft verstopft werden. Ist. Klar, ich spiele um Geld. Legen wir los. Vier Stück. Ich liebe den Geruch von Federn am Morgen. Der Idiot hat keine Chance. Komm schon, Bruder. Knall noch ein paar ab. Da ist sie, mach schon. Ich glaube an dich. Was ist mit der Tieffliegerkrähe, die hier eben noch unterwegs war? Ich habe schon vier. Wir wollen den Vögeln ein paar Löcher verpassen. Kannst du überhaupt mit dem Ding umgehen? Ich zeig dir gleich, wie gut ich damit umgehen kann. Mann, du bist der neue Meister. Der Sieger bekommt die Beute. Heilige Scheiße, hast du das gesehen? Das war der Hammer. Komm schon, Bruder, knall noch ein paar ab. Nochmal Quicksaving. Also knapp 100 Schuss hat mich das gekostet, ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr. 2400 habe ich dafür bekommen. Ich könnte das halt jetzt die ganze Zeit machen, aber... Ein paar dieser Viecher wegpusten! Ich kann es auch irgendwann anders mal machen. Wenn du vor... Wir sind die einzigen in der Zone mit einer Art Kodex. Wir sind keine Banditen, wir sind Wölfe. Der ganze Rest besteht nur aus Schäfchen. Alleine können die nicht für Ordnung in ihrem Leben sorgen. Also übernehmen wir den Job als Schäfer. Sieh dir zum Beispiel die Müllhalde an. Wann immer ein Stalker irgendwas Nützliches in diesem rostigen Haufen findet, fangen sie an, übereinander herzufallen. So kann man keine Geschäfte machen. Deshalb sind unsere Jungs hierher gekommen, haben ein paar Grundregeln aufgestellt und damit für Ruhe gesorgt. Woanders haben wir das noch nicht geschafft, aber das kriegen wir auch noch hin. Momentan bereitet mir das allerdings wenig Kopfschmerzen, Kopfzerbrechen. Ich habe andere Dinge zu tun. Na gut. Behalte unser Geschäft für dich. Ich habe gar nicht geguckt, was der jetzt im Angebot hat, aber, ja. Obwohl, doch, hatte ich vorhin. So. Bep. Nee, das doch. Das war alles andere als Zeitverschwendung.
Hol die Knarre aus der Anomalie. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt eine Lüge war oder nicht. Quick Save. Ganz viel Strom. Ja. Also bis jetzt ist das noch ziemlich human. Aber ich weiß halt nicht, was passiert, wenn man in diese komischen Dinger reinlatscht. Und raus. War das jetzt so schlimm? Bisschen Kopfschmerzen habe ich jetzt, ja. Aber das war's halt auch. Und dafür eine richtig gute Knarre. Für die ich keine Munition habe. Hast du deine Zunge verschluckt, Bruder? Was passiert, wenn ich dir jetzt sage, dass ich deine Knarre habe? Welch? Vielen Dank und einen schönen Tag. Dachte, er sagt mir irgendwas Spezielles dazu noch. Frage, sollen wir dafür Munition holen? Kann man das Kaliber der Knarre wechseln? Hör auf zu sch... Hey, Kumpel! Ja. Was? Ich finde, es ist Zeit für einen Drink. Senka, beweg deinen Arsch, du Penner! Das Ding hat halt schon alles verbessert, ne? Eine voll verbesserte Knarre. Oh, ich dachte, ich muss niesen. Wie sieht's aus mit deiner Beute? Erzähl mal was über den Müllhalde. Ich verstehe nicht, wie irgendwer freilich in dieses Reckloch kommen kann. Früher ist hier niemand hergekommen. Ach, das ganze Gebiet meinte damit. Sag mal, wo findest du diese Dinge? Das ist ein Seewa-Anzug. Aha. Das ist ein ziemlich guter Anzug. Vor allem gegen Strahlung und so. Hätte ich ja schon ganz gerne. Wie viel zahlst du mir dafür? 3000. Dann wären wir bei 8600. Geht so, ne? Das Ding kostet 18.000. Dann bräuchte ich noch knapp 10. Der hat noch nicht mal Munition für mich. HPS 1, Cora 1919, eine Martha. Ja, ein bisschen was zu fressen kann ich wieder verkaufen.
sonst noch irgendwas? Medikits. Ja, zwei kannst du haben. Приорудовал бы любую, лишь бы все нужное на месте было. Aber ich verkaufe das Ding. Weil ich keinerlei Munition dafür habe. Und damit hätten wir 11.000, 12.600. Das ist schon immerhin etwas. Fehlen nur noch knapp 6. Aber ich kriege ja halt keine Aufträge mehr, das ist das Problem. Das ist das Problem. Rucksack in der Führerkabine. Mutanten. Banditen, Stalker, Stalker. Freiheit. Speicherstick mit Daten über einen Ziehanzug. Finde ich vielleicht auch erst im dunklen Tal. Kannst ja auch haben. Ich guck nochmal, was der Barkeeper so an Waren hat zum Verkaufen. Suchst du ihn? Wenn du Probleme hast, melde dich bei mir. Nur was zu essen. Gut. Könnte man rein theopraktisch eigentlich schon weitergehen? Kumpel, pack die Waffe weg und komm hierher. Wir müssen uns mal unterhalten. Was passiert, wenn ich euch abknall? Ganz im Ernst. Bleib da stehen, Freundchen. Ich möchte deine Hände sehen. Mach den... Aua! Stirb halt irgendwann auch nochmal. Gut, das soll's aber gewesen sein für diesen Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genauso würde ich mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Also bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.